Ich bin so schockiert. Ich habe, als wir oben standen, niemals damit gerechnet, dass hier sowas überhaupt drin sein kann. Oh mein Gott! Es ist so enorm und groß und so überwältigend. Ein Brief! Ein Brief! Ein Brief! Oh mein Gott! Brief! Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Was? Wir sind dann ja in die Küche gegangen und ich habe den Umschlag gesehen. Hab den genommen und dann habe ich direkt wieder so aus der Gruppe von Jermaine gehört, so, nee, Mare, liest du mal vor. Willst du wissen? Ich kann auch. Mir kann auch. Vielleicht, weil sie eine Abneigung gegen mich haben oder vielleicht nicht so viben mit mir, aber ja, ich verstehe es halt nicht. Wenn ich jemanden sehen würde, der einen Brief hochnimmt, würde ich sagen, okay, lies vor. Hallo, liebe Models. Herzlich willkommen in Los Angeles. Ich hoffe, das Penthouse gefällt euch. Eure Betten dürft ihr euch selbst aussuchen. Ganz nach dem Motto First Come, First Safe. First Come, First Safe bedeutet, der Erste, der reinkommt, der darf das Bett auch haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nein, 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 nein. Ja. Weil ich hier am Fenster schlafen will. Ist mir scheißegal. Das komplett jemand aus die Glasfassade, die wir sehen. Ist mir scheißegal. Drüben ist die Glasfassade. Schau mal, du hast einmal da Fenster und in die Richtung. Wir waren alle ein bisschen verwirrt, weil wir nicht wussten, so, was geht ab. Okay, ich guck mir das erstmal an. Wir sind halt in der Vierergruppe schon, genau. Ich habe mich einfach direkt wohlgefühlt in dem Zimmer. Das Bett am Fenster. Das Fenster konntest du leicht aufklappen. Du hast frische Luft bekommen, musst die Klima nicht anmachen. Leute werden nicht krank. Wir wären halt logisch schon eine Vierergruppe. Deswegen. Leute, wenn wir dieses Zimmer nicht bekommen, ich werde mad halt, you know? Die anderen Zimmer sind noch frei und die anderen Zimmer haben mehr Fenster. Wieso musst du genau hier schlafen müssen? Wir sind eine Vierergruppe. Es gibt vier Betten. Dominik, wer will hier sein? Ja gut, guck mal, das ist besetzt am Fenster und das da oben ist auch besetzt. Und das da unten? Ja, aber ich meine allen, ich weiß nicht. Leute, es kann nicht sein, dass ich wieder den Kürzeren ziehe und jetzt Stress mit irgendjemandem kriege. Also ich kann nachvollziehen, dass die vier in ein Zimmer wollen, aber ich möchte auch was und was die wollen, ist mir herzlich egal. Ja, nee, ich kann da das Fenster auch nicht aufmachen, also ich will das Bett haben. Ich will einfach... Aber nee, nichts mit abstimmen. Auf dem Brief stand, Regel war, zuerst kommt mal zuerst. Und ich will am Fenster schlafen, mit dem Fenster, also mit dem Fenster offen. Ich muss mich auch eigentlich gar nicht rechtfertigen. So, wir, das mal, andere Zimmer ist... Kannst du in der gesamten Wohnung, wir sind in einem Loft, in der Dach, auf dem Dachgeschoss, in einem der krassesten Lofts überhaupt. Ne, ey. Ja, Leute, aber trotzdem. Du hast eine Aussicht von überall. Und wenn du schläfst, guckst du nicht raus. Doch, zum Einschlafen gucke ich raus. Sind wir im Kindergarten? Also ich habe mich gefühlt, wie als ich ein Praktikum im Kindergarten gemacht habe. Ich stand da und dachte mir so, Lukas, dein Argument ist die ganze Zeit nur, ja, ich will am Fenster schlafen, ja, ich will am Fenster, 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 Fenster. Dann frag doch einfach woanders. So, ich meine, hättet ihr das Zimmer hier zuerst und ich würde es toll finden, hättet ihr auch nicht gesagt, ja, okay, nee, dann gehen wir raus. Warum soll ich jetzt raus? Wäre ich hier alleine gegangen? Wenn ich alleine hier wäre und hier wären vier rein, dann wäre ich natürlich auch. Obviously. Obviously. Bin ich ganz ehrlich. Was sagst du dazu? Ja, bin ich ehrlich, also das Ding ist ja vorher alle gesagt, es stand in dem Brief drin, so, wer zuerst kommt, kommt zuerst, so, wir waren zuerst hier drin, so. Klar, ist halt für euch perfekt in der Gruppe so, dass ihr jetzt hier so ein Viererzimmer habt, so, aber eure Gruppe löst sich ja nicht auf, nur weil ihr jetzt zum Beispiel in ein Fünferzimmer wärt. Naja, ihr könnt doch zu viert auch in das vordere Zimmer, oder? Lass mal gucken gehen. Es gibt Viererzimmer und es gibt eine Vierergruppe, also es macht nur Sinn, dass wir hier sind. Ich werde um dieses Zimmer streiten, weil Heidi hätte es genauso gemocht, dass ich um mein Zimmer gestritten hätte, deswegen... Ich bekomme, was ich will. Aber so ein Bett am Fenster, ich schlafe immer am Fenster. Warum soll ich meinen guten Schlaf aber das ist First World Problems. Das ist First World Problems am Fenster. Also wie gesagt, wir gucken uns jetzt das andere Zimmer an. Ich gucke mir gar nichts mehr an. Willst du hierbleiben? Ich schlafe einfach in dem Wohnzimmer. Du willst hierbleiben, Marvin? Ja. Ich schaue mir mal die anderen Zimmer an. Ich schaue mir auch das andere Zimmer an, sonst bleibe ich auf dem Bett, wo mein Pulli liegt. Bye, bye. Leute, wir bleiben in diesem Zimmer. Wir holen unsere Koffer. First time, ich hab's angefangen. Ja, wir bleiben in diesem Zimmer. Adam geboren. Leute, ganz ehrlich, ich kann da nicht am Fenster schlafen. Wisst ihr was? Nimmt das Zimmer, ist mir egal. Ich find's halt einfach nur krass unfair. Darf ich dir einen Deal anbieten? Wir kriegen das Zimmer, dafür kriegst du eine richtig geile Rückenmassage von mir mit Ausblick auf die ganze Stadt. Dann hast du deinen Ausblick und noch... Nee, alles gut. Ich hätte mich durchsetzen können. Wenn dies jetzt im Endeffekt zu sehen, geil, wir konnten uns durchsetzen und
die sind hier die Bosse. So, mein Gott, dann denk das, aber das bist du wirklich nicht. So, also, null. Hol mal erstmal die Koffer, würde ich sagen, oder? Ja, also ich finde es richtig scheiße, sorry. Aber also man merkt jetzt so, es geht so ein bisschen Richtung Finale und es wird ein bisschen ernster. Und jetzt geht der erste hier. Also die Zimmerteilung ist immer so ein Problem bei uns allen. Punkt. Die hätten, die hätten uns so oder so rausgekickt, auch wenn wir da zu viert schon gekommen wären. Nö, das wäre mir dann scheißegal. Wären. Wenn wir zu viert gewesen wären, wäre mir das scheißegal gewesen. Nee. Digga, ich habe jetzt einfach schon das zweite Mal hier den Kürzeren gezogen, freiwillig, weil alle so eine Ego-Schiene, viele so eine Ego-Schiene fahren müssen. Ich bin zufrieden mit den Leuten, die jetzt hier sind, aber mit meinem Bett bin ich nicht zufrieden, nein. Ich habe leider gar nichts mitbekommen, diese ganzen so hin und her, so Streit, so. Ich habe gar nichts leider mitbekommen. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.